Das vorletzte Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga steht auf dem Programm für unsere Schwarz-Roten. Heute der Gastauftritt beim SV Werder Bremen. Es kann zum Beispiel ein Leon Bailey schnell sein mit dem Ball. Und er hat den Ball auch jetzt auf Höhe der Mittellinie. Wird er gelegt? Gelbwürdig gelegt. Wir haben, wie ich finde, in der ersten Halbzeit sehr ordentlich Fußball gespielt, haben voll dagegen gehalten, wussten, was uns erwartet. Dass wir in Werder Bremen versuchen wird, das Leipzig-Spiel zu kopieren, inhaltlich, aber auch in der Formation, in der Art zu spielen, mit vielen langen Bällen, zweiten Bällen, Standardsituationen. Waren in der ersten Halbzeit ein paar Mal nah dran, auch zu treffen, haben da gute Situationen uns erspielt. Die Bremer physisch aktiv. Jetzt ein schöner Pass von Demirbay auf Bailey. Bailey schießt! Schön gemacht. Plötzlich der öffnende Pass von Demirbay auf Bailey. Der fackelt nicht lange, schießt, aber Pavlenka ist da. Daly Sinkraven, genau. Und der in die Mitte zu Wirtz. Wirtz schießt knapp drüber. Natürlich, wenn du gegen einen Abschiedskandidat spielst, weißt du, dass das ein Kampf angesagt ist. Und wir hatten die Möglichkeit in die Räume. Es war aber auch da schon wild, weil wir, glaube ich, 5-6 Mal angeschlagene Spieler hatten, die draußen waren. Deswegen hatten wir immer wieder Phasen, wo wir auch zu 9, einmal sogar zu 8 waren. Mussten dann zur Halbzeit zweimal wechseln. Ecke kommt, Kopfball, ganz gefährlich, rechts vorbei. Das war... ja, vielleicht ein halber Meter maximal. Das war die bislang gefährlichste Bremer Chance. In der zweiten Halbzeit war es ein offeneres Spiel. Wir hatten, haben die fußballerischen Lösungen hinten raus etwas weniger gefunden, haben aber trotzdem sehr diszipliniert verteidigt, waren von der Mentalität, von der Kampfkraft voll da, haben aber uns nicht mehr so viel erspielt, wie wir es uns erhofft haben, haben dann trotzdem die größte Chance des Spiels durch Wendell, die wir leider nicht reinmachen. Jetzt kommen aber erstmal wieder die Bremer mit langem Ball und da wird's gefährlich und dann verstolpert am zweiten Pfosten Ehren Sami Dingchi. Jetzt haben wir hier sogar Glück gehabt. At the end they were only fighting and giving everything to not get a goal we should have used that opportunity to score, but we didn't. Nadim Amiri. Amiri wird gefoult von Dingchi, das gibt gelb für den... nee, rot. Rot für Dingchi. Also es war schon, ich habe selten so viel zu 9 und dann zu 8 gespielt mit einer Mannschaft wie heute, weil einfach waren natürlich schon ein paar Schläge dabei. Ich verstehe natürlich, dass Bremen in dieser Situation alle Register zieht, aber da waren ein paar Situationen, die natürlich wehgetan haben. Ich hoffe, dass die Spieler schnell wieder fit sind. Und Ende aus. 0:0 zwischen Werder Bremen und Bayer 04 Leverkusen. Ein 0:0, das keinem so richtig weiterhilft. Yeah, it was an intensive game today. I think we had enough chances to win that game, which was our goal. But didn't get the 3 points and of course that's a little bit sad for us. But still we got 1 point and we have to deal with it. Waren wir einen Punkt, wir hätten gerne 3 gehabt. Aber man muss auch respektieren, dass Bremen heute voll da war. Ja, ich glaube, der Punkt hilft Werder ein bisschen mehr als uns heute. Also wir kamen für 3 Punkte und ist uns nicht gelungen leider.